mich dieser Baumstamm zum Glück verfehlt hat, ging es danach noch eine Runde mit der Mavic hoch. Und auch hier diese unfassbar großen Waldflächen. Dann ging es weiter zum Kap Kolka, wo das Meer sich Schritt für Schritt das Land zurückholt und dabei der Wald ins Wasser fällt. Auf dem Weg zu einem nahegelegenen Leuchtturm fanden wir übrigens einen Nebeneingang zu den Höhlen von Moria. Der Leuchtturm war eine interessante Konstruktion, bei der es erschien, als wäre zunächst ein kleinerer, dünner gebaut worden und danach ein dickerer Leuchtturm drumherum. Der Versuch herauszufinden, warum diese Bauweise gewählt wurde, scheiterte übrigens kläglich an der Sprachbarriere. Auf der Weiterfahrt Richtung Süden ergab sich noch die Gelegenheit zu einer Storchsafari. Musik
side.